Die Kuh. Die Kuh ist glücklich. Die Kuh ist glücklich. Warum ist die Kuh glücklich? Sie ist draußen. Sie ist draußen. Sie ist nicht drinnen hier. Sie ist nicht drinnen. Sie ist draußen. Sie ist glücklich, denn sie ist draußen. Warum ist die Kuh glücklich? Sie ist glücklich, weil sie draußen ist. Weil sie draußen ist. Ist Verb. Denn sie ist draußen. Ist Verb. Normaler Satzbau. Sie ist draußen. Denn sie ist draußen. Weil sie draußen ist. Verb am Ende vom Satz. Die Kuh ist traurig. Warum ist die Kuh traurig? Sie steht immer drinnen. Sie steht immer drinnen. Sie ist immer drinnen. Sie steht immer drinnen. Denn sie steht immer drinnen. Sie ist traurig, denn sie steht immer drinnen. Normaler Satz. Sie steht immer drinnen. Warum ist die Kuh traurig? Sie ist traurig, weil sie immer drinnen steht. Verb steht am Ende. Hier. Weidemilch. Das ist die Weide, das Gras. Und die Milch kommt hier aus der Kuh. Milch, Milch, Milch. Und die Milch kannst du trinken. Die Milch. Milch. Warum kaufst du Weidemilch? Die Kühe gehen oft auf die Weide. Das ist die Weide. Die Kühe gehen oft auf die Weide. Ich kaufe Weidemilch, denn die Kühe gehen oft auf die Weide. Normaler Satzbau. Die Kühe gehen oft auf die Weide, denn die Kühe gehen oft auf die Weide. Weil. Ich kaufe Weidemilch, weil die Kühe oft auf die Weide gehen. Verb. Hinten, hier, am Satzende. Weil die Kühe oft auf die Weide gehen. Das ist Fleisch. Kein Fleisch. Warum kaufst du kein Fleisch? Ich kaufe kein Fleisch, weil Tiere dafür leiden. Siehst du? Leiden. Leiden. Ich kaufe kein Fleisch, weil Tiere dafür leiden. Verb am Ende. Ich kaufe Sojafleisch, denn es besteht aus Soja. Verb besteht. Normaler Satzbau. Es besteht aus Soja. Das ist Soja. Das ist eine Sojabohne. Eine Pflanze.
Sojafleisch, Fleischersatz, bestehen aus Pflanzen. Es sieht aus wie Fleisch, aber es ist kein Fleisch. Nein, es besteht aus Pflanzen. Frage: Warum ist die Kuh glücklich? Fragezeichen. Antwort: Sie ist glücklich, weil sie draußen ist. Antwort 2. Antwort: Sie ist glücklich, denn sie ist draußen. Eine Antwort und noch eine Antwort. Das sind 2 Antworten. Antworten. Fragen und Antworten. Warum? Warum ist die Kuh glücklich? Frage. Antworten. Sie ist glücklich, weil sie draußen ist. Sie ist glücklich, denn sie ist draußen. Warum ist die Kuh glücklich? Sie ist glücklich, weil sie draußen ist. Draußen. Die Kuh ist glücklich. Sie ist glücklich, weil sie draußen ist. Draußen. Hier draußen. Sie ist nicht drinnen. 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 Draußen. Draußen auf der Wiese. Das hier ist die Weide. Die Kuh ist auf der Weide. Die Kuh frisst. Die Kuh läuft. Die Kuh ist glücklich. Glücklich. Sie ist glücklich, weil sie draußen ist. Ist ist das Verb. Verb ist am Ende. Weil sie draußen ist. Verb. Satz. Ende. Sie ist glücklich, denn sie ist draußen. Das Verb ist hier. Sie ist draußen. Denn sie ist draußen. Normaler Satzbau. Warum ist die Kuh glücklich? Glücklich. Warum ist die Kuh glücklich. Warum ist die Kuh glücklich? Frage. Antwort. Sie ist glücklich, weil sie draußen ist. Weil, Verb hinten. Sie ist glücklich, weil sie draußen ist. Warum ist die Kuh glücklich? Sie ist glücklich, denn sie ist draußen. Sie ist draußen. Sie, die Kuh,
ist draußen. Verb ganz normal hier. Sie ist glücklich, denn sie ist draußen. Punkt. Warum ist die Kuh traurig? Warum ist die Kuh traurig? Warum ist die Kuh traurig? Sie ist traurig, weil sie immer drinnen steht. Die Kuh steht draußen auf der Weide. Die Kuh steht drinnen im Stall hier. Oh, das ist nicht gut. Sie ist traurig, weil sie immer drinnen steht. Das Verb ist hinten, weil das Verb ist hinten. Sie ist traurig, denn sie steht immer drinnen. Das Verb ist hier. Sie steht immer drinnen. Normal. Sie steht immer drinnen. Sie ist traurig, weil sie immer drinnen steht. Sie ist traurig, weil sie immer drinnen steht. Sie ist traurig, denn sie steht immer drinnen. Drinnen im Stall. Das ist der Stall. Der Stall. Für die Tiere. Die Tiere sind im Stall. Die Kuh ist im Stall. Sie ist traurig. Denn sie steht immer drinnen. Drinnen, drinnen. Warum kaufst du Weidemilch? Das ist Weidemilch. Ich kaufe Weidemilch, weil die Kühe oft auf die Weide gehen. Verb gehen. Tuck, 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 gehen. Am Ende des Satzes hier. Weil gehen. Warum kaufst du Weide Milch?
Weidemilch. Ich kaufe Weidemilch. Ich kaufe Weidemilch, weil die Kühe oft auf die Weide gehen. Verb am Ende. Gehen. Weil die Kühe oft auf die Weide gehen. Die Kühe sind glücklich. Ich kaufe Weidemilch, denn die Kühe, 1, 2, 3 Kühe, gehen oft auf die Weide. Das Fleisch. Warum kaufst du kein Fleisch? Ich kaufe kein Fleisch, weil Tiere dafür leiden. Hier die Kuh. Die Kuh. Es geht ihr sehr schlecht. Warum kaufst du kein Fleisch? Warum kaufst du kein Fleisch? Ich kaufe kein Fleisch, weil Tiere dafür leiden. Ich kaufe kein Fleisch, weil Tiere dafür leiden. Verb am Ende. Weil, Verb am Ende. Leiden. Tier. Tier ist zum Beispiel Schwein. Kuh. Und so weiter. Ich kaufe Sojafleisch, denn es besteht aus Soja. Das ist Soja. Sojafleisch, Fleischersatz, sieht aus wie Fleisch, ist aber eine Pflanze. Sojafleisch, Fleischersatz bestehen aus
Pflanzen. Kein Tier. Kein Tier. Pflanzen. Sojafleisch. Fleischersatz. Ich kaufe Sojafleisch, denn es besteht aus Soja. Sojafleisch ist kein Fleisch. Das ist nicht aus Tieren. Das ist aus Pflanzen. Fleischersatz. Sojafleisch. Fleischersatz. Fleischersatz ist kein Fleisch, da ist kein Tier drin, kein Schwein, keine Kuh, überhaupt keine Tiere. Fleischersatz ist aus Pflanzen, grün, Pflanzen. Bestehen aus Pflanzen. Pflanzen. Ah. Deutsch schreiben lernen. Apprends à écrire l'allemand. الكثير من مقاطع الفيديو. Learn to read and write German. كتاب التمارين. Free download. Exercice gratuit. قائمة التشغيل للعرب. Playlist for all learners.